Habe ich? So. Mittagspause vorbei. Es hat einen leckeren schwäbischen Wurstsalat gegeben, wie sie es gehört. Ne, war ja gar kein Schwäbischer, war ein Straßburger Wurstsalat mit Käse. Lecker hat es geschmeckt. Alkoholfreies Weizen dazu. Espresso hinterher. Für 15 Euro kann man sich noch nicht mal beklagen. So, dann geht es jetzt weiter. Wir haben noch 218 Kilometer vor uns bis nach Wolfenschießen. Und es sind noch ein paar Stunden. Wir haben es jetzt 2:30. Und ich denke mal, vor 18, 19 Uhr wird das nichts. Ach, jetzt geht's gleich links, das andere links, rechts. Ich hoffe nur, dass der Akku oder die Akkus der Kameras noch einigermaßen durchhalten, weil jetzt müsste eigentlich laut Berechnung wieder eine ziemlich coole Strecke kommen. Dreißig wegen Rollsplit. Aber auch. Ist doch Taktik da, die Rollsplitschilder. Mach die bloß, damit die Motorradfahrer Angst kriegen. Wo ist er denn jetzt, der Rollsplitz? Säge-Akku hin. Jetzt kommt auch noch eine Baustelle in 400 Meter. Wo links abbiegen? Wo gibt es noch was zum Abbiegen? Gibt es irgendwas Schöneres, als solche Straßen zu fahren? Wir stehen im Stau vor der Grenze. Stau. Da fährt man durch halb Deutschland und vor der Schweizer Grenze, einen Kilometer davor, steht man im Stau. Kack.
Ecke da. So, endlich geht's über die Grenze. Deutschland AD. Schweiz, okay. Ah, so sieht's also in der Schweiz aus, ja? Okay. Vater, ey. Das hätte echt gebraucht, ja. Bis Freitag unterwegs. Alles picobello. Und ausgerechnet in der Schweiz gibt's den mega Berufsverkehrsstau. Eine Ewigkeit später. Es sind noch etwa 30 Kilometer bis Luzern. Und bevor es jetzt hier gleich komplett finster wird, wollte ich das noch eben loswerden. Etwa eine Dreiviertelstunde werden wir es noch bis Stans haben, bis Wolfenschießen. Es war eine grandiose Fahrt heute, diese ja, 360 Kilometer, glaube ich. 380 knapp. Ganz grandiose Strecke durch den Schwarzwald. Gerade eben haben wir uns noch das letzte Mal versorgt für heute. Ein Cheeseburger und zwei Getränke, zwei große Pommes und noch irgendwie so was Chicken-mäßiges. Kostet hier in der Schweiz 34 Franken. Alter Schwede, ey, da leckst du die Ohren an. Zwei Burger, zwei Pommes, zwei Getränke, 34 Franken. Da leck mich am Arsch, ey. Also, wenn ihr das ganz große Erlebnis sucht, dann kommt in die Schweiz. Allerdings die Berge da im Hintergrund, das ist schon der Burner, ne? Guckt euch das mal an, ne? Auch wenn man sie kaum noch sieht, wie sie da im Dunst so ein bisschen verschwinden, gerade da hinten die ganz hohen. Das ist schon geil. Ja, und das dürften dann auch so gleich die letzten Bilder des Tages sein, zumal sich die anderen beiden Kameras schon abgemeldet haben. Und das bedeutet für mich, mich bei euch fürs Zuschauen zu bedanken. Hoppla, war irgendwie so eine blöde Fliege im Hals. Und ich freue mich schon, wenn es wieder als nächstes Mal heißt, Kartmelder 24, euer Fritze. Macht's gut bis dahin. Grüezi! Oder was man auch immer hier in der Schweiz so sagt. Ne?